Jo, liebe Leute, es geht weiter. Wir müssen noch die Heilungsrate in den Griff bekommen. Eine Kampagne zur Vermenschlichung haben wir jetzt gestartet. Da fehlen uns nämlich echt noch die Patienten. Und was uns noch fehlt, ist Personal, und zwar Gutes. Und da haben wir ja hier natürlich Probleme in der Allgemeinmedizin. Da gucken wir noch mal, ob wir irgendwas kriegen können, was uns weiterhilft. Ja, würde ich einstellen, wenn ich Geld hätte. Tja, gucken wir gleich nochmal. Eine geheime Visite kann kommen. Weiterbildung haben wir ja gesagt, muss auf jeden Fall geschehen. Hier wird nicht weitergebildet, das machen wir später. Da können wir nochmal mit Station 2 dran. Haben wir denn noch ein paar Krankenpfleger, die wir brauchen können? Nein. Ja, doch. Charmant, du bist der Nächste, du bist auch dabei. Assistenten brauchen wir gerade keine, Hausmeister. Motiviert ist gut, aber momentan sieht es eigentlich doch ganz okay aus. Da kommt das UFO, holt wieder irgendwelche Toten ab. So, Forschung abgeschlossen, Zentrifuge 3. Jetzt forschen wir noch mal ein bisschen nach Geld. Bereiten Sie sich besser auf eine existenzbedrohende Krise vor. Gehen Sie am besten gleich. Nichts anderes können wir erforschen. Dass Sie Ihr gesamtes Vermögen verlieren werden. Mehr möchte ich zu diesem Thema nicht von mir geben. Verdeckte Journalistin. Ja, wunderbar. So, wir könnten ja auch noch mal was am Ruf machen, ne? Ich habe das letzte Mal schon drüber geredet, dass hier noch Bänke fehlen. Vielleicht stellen wir einfach noch mal ein paar hin. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Und mich stört ja noch immer diese Psychiatrie. Die mag aber hier unten nicht so recht passen. Da weiß ich noch nicht, was ich mit der mache. Ich hätte ja gerne noch eine zweite. Eine für Diagnose, eine für Behandlung. Wobei die Warteschlange hier nicht wirklich lang ist. Hier ist sie mittlerweile lang. Ja. Ich glaube, dann kommen wir doch nicht dran vorbei. Machen wir doch einfach mal das hier. So. Arzt in die Vermenschlichung, bitte. Na komm, hopp. Machen wir doch so. Verkaufen wir. Die Toiletten kommen auch irgendwie weg. Ein Krankenpfleger wird in der Froschhalle benötigt. Ach, was wir nicht alles brauchen. Einmal so. Der kommt weg. Der kommt erstmal weg. Und jetzt bauen wir uns eine schöne Aufnahme hier hin. Oder wir könnten es eigentlich... Nee, wir machen es mit... Wir machen es mit der hier. So, dann ist es auch mal ein bisschen sortierter. Dann brauchen wir aber Assistenten. So läuft der Laden ja nicht. Du nicht. Ein Patient wechselt zu einem Konkurrenzkrankenhaus.
Ja, soll er doch gehen, wenn er meint, dass er da besser... Ah, das ist okay. Besser behandelt wird. Okay, jetzt kommen mittlerweile echt richtig viele Patienten hier an. Das bereitet mir ein klein bisschen Sorge. Das machen wir jetzt mal. Dann haben wir das auch. Nee, nicht hier. Moment, nicht hier. Sind Sie es leid, für sich selbst zu denken? Kommt jetzt endgültig mal weg, der Raum. Würden Sie gern all Ihr Geld loswerden? Aha! Werden Sie noch heute Mitglied der... Wir machen es aber trotzdem, auch wenn es jetzt gerade Geldverschwendung war. Die perfekte Form und eine Lösung für alles. Mehr Two-Point, immer wieder. Das ist Radio Two-Point. So, die Stabilisatoren sehen ganz okay aus, würde ich sagen. Okay, es kommt Ordnung rein. Hier haben wir noch Gebäude für Räume mit Ärzten, Behandlungsräume mit Ärzten. Hier haben wir noch ein bisschen Platz, vielleicht können wir die Apotheke mal hier rüberziehen. Nicht kopieren, nein. Doch, folgen wir Balus Tipp. Wir kopieren das Ding hier einmal rüber. Der kommt weg. Der ist ja auf Stufe 3, der kommt dafür rein. So. Hat geklappt. Okay, dann noch ein paar Bänke davor. Hier kommt Ordnung rein, merkt ihr es? Habe ich jetzt keine Lust drauf? Keine Neuigkeiten, Ober. Na gut, hätte schlimmer sein können. Okay. Machen wir das hier noch zu unserem OP-Raum, würde ich sagen, ja. Wie lang ist denn die Warteschlange? Eine Person, okay. Es fehlt also an Chirurgen. Das ist übergangsweise okay. Einmal die Aufgaben zuweisen. Okay. Und jetzt gehen wir doch mal an die Einstellung des Spiels nochmal ran. Ich will nämlich nochmal alle Warteschlangen sehen. Moment, das ist hier. Damit ich weiß, genau, wo hier Personal fehlt. Hier sind keine Warteschlangen, gut, aber hier oben brauchen wir nochmal behandelnde Ärzte, davon haben wir zu wenige. So, und hier können wir die Diagnose auch nochmal nach Arzt und nach, das machen wir doch auch im nächsten Schritt, nach Arzt und nach Krankenpfleger teilen. Ja.
Also Ärzte mit Behandlung. Da könnten wir echt nochmal einen gebrauchen. Wo sind jetzt eigentlich meine Patienten mit Vermenschlichung? Billig inspiriert, wunderbar, die richtige Stationskraft. Und hier müssen wir auch nochmal aufräumen. 3D-Werkstatt ruft Krankenpflege aus. Okay, so passt das. Apotheke konzentriert sich jetzt auch wahrscheinlich demnächst mal ein bisschen mehr auf Apotheke. Obwohl, das können wir eigentlich schon noch lassen. Wir haben aber nur einen Apotheker. Ne, dann nehmen wir den hier raus. Dann soll der wirklich nur Apotheke machen. Soll aber auch noch Unterstützung bekommen demnächst. Ja, und zwar nochmal eine ausgebildete Unterstützung. Okay, wir können immer noch Personal einstellen, wenn wir noch so viel Geld haben. Brauchen wir aber nicht hier. Unmotiviert, nein danke. Hier ist auch niemand dabei, den wir gebrauchen könnten, aktuell. Assistenzpraktikantin. Dann haben wir da auf jeden Fall genug, ja. Keine Räume frei? Nee, kein Geld. Oder kein Trainer. So, kaufen wir das Gebäude hier. Das hier auch mal alles zu Ende. Wenn Sie möchten, dass ich in die Luft gehe, und ich vermute, viele von Ihnen würden das nur allzu gerne hören, brauchen Sie eine Postkarte zu senden, in der Sie effizient mit effektiv verwechseln. Es gibt ein größeres Elend auf dieser Erde als diesen verachtenswerten und allzu häufigen Fehler. Da hat er recht, ja. Okay. Sortieren wir hier gleich nochmal um. Ja. Mitarbeiterkündigung, wer will gehen? Assistent Ian Johnson. Gucken wir doch mal, was der hat. Alles bis auf Geld. So, jetzt habe ich natürlich dieses Gebäude hier gekauft, habe aber fast das Gefühl, dass es gar nicht schlecht wäre, hier zu teilen. Wir könnten auch hier unten die OPs hinmachen. Ja, machen wir das doch. Machen wir hier erstmal ein OP hin. Und das teilen wir jetzt mal auf. Ja, keiner mehr diesen Raum. Aber die sind zugegeben sehr klein, die Gebäude. Gucken wir mal. Herzraser. Der kommt jetzt hier oben rein. So, was haben wir noch? Die allgemeine Diagnose. Und
Flüssigkeitsanalyse passt auch noch. Und das können wir bei Raumbedarf auch nochmal spiegeln. Auch gar nicht so dumm von der Idee her. Das Sofa, nein. Oh nein, jetzt habe ich es auch noch verkauft. Oh, heute klappt es aber gut. So, bitte hier rüber. Das Sofa kommt wieder rein. Und zwar wollte ich ja auch ein neues Sofa kaufen. Das war ja der Plan. Jo, jetzt ist die Kohle wieder weg. Na, komm schon. Das geht nicht, ohne das Zimmer abzubrechen. So, bitte. Notfallspritzen nehmen wir an. Nehmen wir schönere Bänke. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Die sind aber raffiniert, die Bänke. Zu den Verkehrsmeldungen, in denen ich Ihnen vermelden möchte, dass ich Radfahrer verabscheue. Wenn Sie nicht mal mit einem richtigen Motorrad zurechtkommen, schlage ich vor, dass Sie von der Straße verschwinden. So viel zu den heutigen Verkehrsmeldungen. Nützlich. Sehr nützlich. So. Alles für kürzere Wege hier, ne? So, das ist die diagnostische Psychiatrie. Und schon wieder ist die Kohle weg. Eieieiei. Na, ein paar Einnahmen bitte. Das wäre doch nicht zu viel verlangt. Muss auch gleich nochmal nach den Stabilisatoren schauen. Sonst gibt's Ärger. Ja, Psychiatrie benötigt. Alles klar. Ich würde fast sagen. Dass hier die Psychiatrie noch mit hinkommt für die Behandlung. So machen wir das und die kopieren wir mal. Bauen sie noch mit hier hin. Die macht aber jetzt nur noch Behandlung. So, und dann räumen wir nochmal die Bänke hier weg, die keiner mehr braucht. Jetzt habe ich natürlich ein Gebäude zu viel.
Ach, was heißt eins? Mehrere? Eine Runde nach den Stabilisatoren schauen. Bin ich schon wieder irgend so eine irgend so ein schönes Naturereignis haben. Natürlich könnten wir auch nach hier unten noch erweitern mit Allgemeinmedizin, wenn es eng wird. Frage ist, von wo kommen eigentlich die Patienten? Das hier ist schon der Spawn in der Mitte. Ja. Und sonst haben wir keine, gell? Das sind die Ausgänge. Okay. Na gut, Forschung abgeschlossen, das gab Kohle. Jetzt könnten wir noch mal einen Schritt weiter gehen. Und hier Forschung von Marketing trennen. Ach, das ist jetzt alles Spielerei, das braucht jetzt kein Mensch mehr. Wir müssten uns eher darum kümmern, dass wir jetzt mal ein paar Leute hier ausbilden. Und noch mal ein paar Leute einstellen, die was können. Aber die Kombi braucht man gerade mal gar nicht. Das ist nicht schlecht. Das ist auch ein schönes Arbeitszeugnis. Im Krankenhaus wurde ein Geist gesichtet. Heute eine etwas andere Ausgabe von Bickleworths Bewertungen. Ich war heute im Blüten. So, und das müssen wir natürlich auch mal schulen. Hier, da können wir noch gar nichts an der Stelle. Psychiatrie 2. Die Parkbänke sind mittelalterliche Folterinstrumente. Das neonschillernde Grün des Rasens verursacht moderaten Brechreiz. Und es wimmelt nur so von Kindern. Meiden Sie diesen Park wie die sprichwörtliche Pest. Ja. Wird gemacht. Wenn er das so eindringlich sagt, natürlich. Da könnte noch ein Sofa hin. Ah! Ich mache zwar jeden Monat Geld, aber ich gebe immer so viel aus. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Das werden wir hier gut überlasten, das Krankenhaus. Und hier könnte noch eine Toilette rein. So, wunderbar. Zentrifuge 3. Da ist noch eine Toilette, die können wir noch... Ne, die passt da nicht. Nehmen wir die hier. Wunderbar. So, was können wir für die Heilungsrate jetzt noch effektiv tun? Den Debugger upgraden, ja. Hier sonst eigentlich nichts mehr. Hier vorne haben wir echt noch Engpässe. So, 4 Psychologen. Die sollten dann aber in der Tat auch ausreichen. Wir gucken mal in die Krankheiten rein. Unser Sponsor des Tages ist Meet den Aal. Meet den Aal für alle kurzfristigen Rinderwahnsinn, so Psychiatrie, da haben wir echt Probleme. Das müssen wir vermeiden. Und Chirurgie müssen wir auch ausbilden. Fangen wir mal so an. 5 von 6 geheilt, wunderbar. Okay, wir müssen auf jeden Fall die die Chirurgin weiterbilden. Da könnte man nochmal was gebrauchen, ne?
Reizbar geborener Mentor, naja. Das sind alles so Sachen, die wir hier nicht brauchen. Haben wir denn hier bei den Pflegern Engpass? Sieht jetzt erstmal fast gut aus. An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Zwei Stück sind hier, wunderbar, das reicht auch erstmal. Also das hier vorne ist noch mein größtes Problem. Würde die Toilette dahin passen? Ja, dann könnte man noch eine Arztpraxis reinbringen. Hier fehlen aber noch ein paar Pfleger. Dann machen wir das mal so. Und bilden dich aus in Richtung Diagnostik. Okay, weitere Möglichkeiten zur Weiterbildung. Gucken wir mal so. Hier machen wir noch Behandlung. Wer soll's tun? Okay. Ja, da müssen wir echt irgendwie ran. Ich würde sagen, das spiegeln wir einfach mal hier. Das ist doch wunderbar, weil dann können die Leute sich auch hier anmelden. Hier machen wir nochmal Allgemeinmedizin hin. Und dann haben wir hier zwischendrin die Diagnoseräume. Dann ist es doch eigentlich sehr sinnvoll aufgebaut, dieses Krankenhaus. Machen wir das mal so. Anders werden wir der Lage nicht her. Nehmen wir mal alles raus. Ups. Was jetzt gerade im Moment stört. Holotology Camps von der Orbi Stiftung besuche, das versichere ich Ihnen. Ich habe gehört, dass man dort die Patienten dazu zwingt, seltsame Roben zu tragen. Für mich heißt es immer noch, entweder ein Krankenhauskittel oder gar nichts. Hinten offen, versteht sich. You got no sense of humor. You don't have any interest or rebooks or the news. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Ja, wir haben gar nicht so viele, tut mir leid. Die müssen wir jetzt noch irgendwo herholen, hat so gut aufgepasst. Okay. Machen wir noch zwei Aufnahmen hier oben hin. Ein Krankenpfleger wird in die Chirurgie gebeten. So, nochmal Automaten. Nochmal Mülleimer. Ein paar Bänke. Im Strecksaal wird ein Arzt verlangt. Dann nochmal die Raffinierte.
Hier machen wir nochmal die Weltraumbank hin. Wie rum ist, glaube ich, bei der fast egal. Passt aber auch nur. Okay. Wen nehmen wir denn da noch? Hungerlaunig? Nein, nein. Dich nicht. Reizbar? Nö. Niemanden. Ja, auch nicht. So, also Heilungsrate. Wird das Thema bleiben? Ja, Heizkörper haben wir vergessen, ich sehe es. Two-Point County war nicht immer frei von intellektuellem Genie und akademischen Höchstleistungen, müssen Sie wissen. Der kaum bekannte ist es aber jetzt, oder wie? Was willst du sagen? Streifenpolunder wurde im Krankenhaus von Rotting Hill geboren. Sein größter Beitrag zur Geisteswissenschaft war die Erkenntnis, dass vielleicht auch Wimpern Gefühle haben. Ach ja. Denken Sie mal darüber nach. Ärzte. Und das muss jetzt mal ein bisschen laufen hier. Brauche jetzt echt mal gutes Personal. Da gebe ich jetzt mal Geld aus. Okay. Und wir schauen in die Weiterbildung rein. Psychiater, da geht gerade nichts. Hier können wir Behandlung 3 machen. So. Und, was haben wir noch? Hier, Psychiatrie 3, perfekt. Sterben ja alle mit Rinderwahn, das kann ja auch nicht wahr sein. Und die Stabilisatoren nochmal prüfen. Nerv nicht rum. Hier wird repariert. Da ist alles gut. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja, tut mir echt leid. Können wir das noch gebrauchen hier? Ja, nehmen wir nochmal mit rein. Ein Arzt in die Abrundungstherapie, bitte. Da können wir auch nochmal Apotheke machen, ne? Dann hätten wir da noch jemanden. Okay. Langsam wird doch aus allem ein Schuh. Ein Krankenpfleger wird zur Station gebeten. Nochmal in Ruhe durchschauen. Ja, da können wir noch jemanden gebrauchen. Krankenpfleger mit Diagnose. Inspiriert. Der Vermenschlichung wird ein Arzt benötigt. Einfach mal hier hin. Da ist gerade ein bisschen Platz. Und du machst nur Allgemeinmedizin. Und das müssen wir dir aber noch beibringen.
da ist niemand mehr bei. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Heilungsrate erreicht. Irgendwie fehlen aber noch die Patienten hier in der Vermenschlichung. Machen wir da mal die Prio ein bisschen höher. Behandelnde Ärzte, auch Mangelware hier. Wir nehmen jetzt einfach alles, was irgendwie hilft. Mit Harrison Wolf. Ein Schatten hängt über der heutigen Sendung. Ein Schatten in Form eines mysteriösen Pakets, das mir hier beim Sender zugestellt wurde. Könnte es sein, dass die Strippenzieher dieser Welt letztendlich mein Leuchtfeuer der Empörung auslöschen wollen? Ja, ja, klar. Enthält das Paket eine hochgiftige Antwort auf all meine bohrenden Fragen? Das werden wir heute noch herausfinden. Installiere ein Upgrade. Das wird jetzt schwierig mittlerweile. Schauen wir mal, was wir noch finden. War ja nicht mehr viel. Da haben wir noch eins. Okay, Heilungsrate ist ein bisschen runter, aber sie hält sich eigentlich ganz gut. Ein Arzt in die Schocktherapie, bitte. Das ist kalt? Glaube ich ja nicht. Was macht ihr? Sucht ihr Arbeit? Hier passiert nicht so viel, oder? Da ist jemand unterwegs, okay. Keine Neuigkeiten. Na sowas. Ja, das ist doch mal das, was wir brauchen. Wo bist du? Und du machst auch nur Radiologie. Da müssen wir auch nochmal was ändern. Okay. Ich glaube, wir kriegen das jetzt ganz gut in den Griff. Ich denke, den Stern, den holen wir in der Folge noch. Wenn das jetzt hier mit der Vermenschlichung irgendwie ein bisschen vorwärts geht. Ich will nochmal 3 Ärzte, 4 Ärzte in der Allgemeinmedizin. Vielleicht können wir jetzt einfach mal ein kleines bisschen beschleunigen, wenn wir schon diese Schlangen haben. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Aber ich glaube, wir haben schon, ehrlich gesagt, genug Warteschlangen bei den Behandlungen hier. Weiteren OP. Willkommen zurück. Ich halte hier so still wie möglich, falls das Paket auf Bewegungen reagiert. Oder sind es vielleicht Geräusche? Vielleicht steckt ein Zeitauslöser drin. Ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Was könnte der Auslöser sein? Oder wie viel Zeit bleibt mir noch? Ich helfe euch mit etwas Musik, die zum Nachdenken anregt. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Alles klar. Was können wir noch machen? Was haben wir denn hier Schönes noch? Ist in der Allgemeinmedizin.
Komm, hopp, das können wir jetzt aber nicht mehr gebrauchen. Ist mir auch ein bisschen zu teuer. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Radiologen. Und da gucken wir mal, dass die auch wirklich nur Radiologie machen. Ich habe es zwar gerade schon mal geprüft, aber sicher ist sicher hier. Und hier läuft was ganz verkehrt. Okay. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Oh, hier. Garstig, egal. Das können wir immer noch tauschen, ne? So, können wir hier noch jemanden... Positiv inspiriert, lustig. Wunderbar. Dich setz mal nur auf Diagnose. Und bilden dich dann auch entsprechend aus. Okay. Ist mir ein bisschen viel los, muss ich sagen. Ballt sich alles am Megascanner. Die Chirurgie wartet auf einen Arzt. Jetzt überlege ich, ja, hopp, das bauen wir nochmal um. Psychiatrie geht jetzt doch beides nebeneinander hier hin. Und dann bauen wir hier einen zweiten Megascanner. Na klar. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Und das geht nicht. Und das passt nicht. Na wunderbar. Diese blöden Stabilisatoren. Und all diese unerwarteten Wendungen. Besuchen Sie auch in dieser Saison die Slub Arena. Und feuern Sie das Team an, das dort spielt. Und den Sport ausübt, für den es bekannt ist. So wird es gehen. 25 Stunden am Tag. Das ist Radio 2 Point. Dann machen wir das so. Und... Alles klar. Aber wir kriegen das mit der Vermenschlichung heute doch nicht mehr auf die Reihe. Ein Arzt wird im DNS-Labor benötigt. Geh nochmal auf. Da noch eine Marketingkampagne vielleicht für Vermenschlichung. Ja, das machen wir, die brechen wir ab. Okay. Gucken wir noch einmal die Stabilisatoren durch. Leute, ich glaube, heute werden wir dann doch nicht mehr fertig. Mit dem zweiten Stern. Hier gibt's gleich Ärger.
Ja, haben wir jetzt ja zwei Apotheken. Brauchen wir auch zwei Krankenpfleger. Da sind wir auch noch ein bisschen knapp aufgestellt. Den einen können wir natürlich noch ausbilden, wie wir gesagt haben. Nein. Oh nein. 6 infizierte Patienten müssen wir finden. 24 Impfstoffe haben wir und es geht um... Fitnessfieber schon wieder. Nein. Nein, interessiert mich gar nicht. Ich habe andere Probleme. Ja. Das ist jetzt das Problem. Leute. Wo sehe ich denn jetzt hier Fitnessfieber? Du? Ja. Das ist der Robo. Infizierte 6, um Gottes Willen. Das geht gleich durch die Decke wieder. Wir haben einen Alien. Ach. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Okay, jetzt kriege ich es wieder ab. Wir müssen kurz Pause machen. Ja, ist ja alles gut, Mutti. Oh, jetzt schaut das hier richtig böse aus. Also. Notfallspritzen soll kommen. Die dürfen nicht kaputt gehen. Die habe ich alle gerade abgegradet. Um Gottes Willen. Jetzt haben wir ja wieder echt schönen Spaß hier. Leute, ich würde sagen, darum kümmern wir uns doch in der Tat beim nächsten Mal. Wir machen eine Pause und ich muss erstmal durchatmen. Nicht schlecht. Also, mal gucken, wie wir das wieder in den Griff bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.